Hallo liebe Gemeinde, willkommen zu einem neuen Mittwochs-Content. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du empfängst heute etwas und du wirst ermutigt durch diese kurze Botschaft. So, das, was ich heute sagen möchte oder was ich am Herzen habe, ist das Thema Freundschaft. Ich weiß, Freundschaft ist ein riesiges Thema und es gibt voll viele Sachen darüber zu sagen. Aber ich möchte heute über eine Sache reden in einer Freundschaft und das ist für Freunde beten und in Freundschaften beten. Ich habe vor 2 Wochen circa eine Bibelstelle gelesen in 3. Johannes 1, Vers 2. Und da steht, lieber Gaius, ich hoffe, dass es dir gut geht und du an Leib und Seele so gesund bist wie in deinem Glauben. Und auf Deutsch klingt das schon sehr schön, aber auf Englisch in der Passion Translation steht es auch extrem schön. Und zwar hier steht, beloved friend, I pray that you are prospering in every way, that you continually enjoy good health, just as your soul is prospering. Und mich hat das so angesprochen, dass hier steht, beloved friend, mein lieber Freund, I pray that you are prospering in every way and that you continually enjoy good health. Dieses, ich bete für dich, dass du aufgehst in jedem deiner Wege und dass du kontinuierlich eine gute Gesundheit genießt. So würde ich es jetzt mal so übersetzen. Aber für Freundschaften beten hat so eine starke Kraft. Gebet generell ist, wenn du Jesus nicht kennst oder wenn du nicht an Jesus glaubst, Gebet ist einfach nur mit dem Vater sprechen, ist mit Gott sprechen, um Dinge zu bitten und dann zu empfangen. Das ist so kurz gesagt mal Gebet. Und wenn du das aber in Freundschaften machst, in dem Menschen sind nah an dir, nah an deinem Herzen und du betest für sie und du betest mit ihnen, dann stärkt das auch das Band, was du mit dieser Person hast. Es vertieft Freundschaften und es bringt die Freundschaft, die du hast mit Menschen, auf ein tieferes Level. Und zwar auf das Level, wo Gott dann auch wirken kann. Weil Gott möchte wirken und Gott möchte mit dir reden, wo auch immer du bist. Und das macht er dann auch in Freundschaften. Und alle wirklich engen Freunde, die ich habe, die kennen alle Jesus auch. Deswegen ist es einfach, mit ihnen zu beten oder einfacher für sie zu beten, weil sie kennen Jesus auch. Sie wissen, was Gebet machen kann und sie kennen die Kraft Gottes. Und das vertieft unsere Beziehung, die wir zueinander haben. Und diese Freundschaft wird vertieft, dadurch, dass wir füreinander beten. Und auch wie es hier steht, es ist dieses I pray that you're prospering in every way and that you continually enjoy good health, just as your soul is prospering. Es ist dieses schöne, okay, ich bete für dich, hey, dass du aufgehst in deinem Leben, dass du gute Gesundheit erlebst, dass du das Leben genießen kannst, dass du Freude hast am Leben, so wie deine Seele aufgeht und aufblüht. Und wir können uns ein Beispiel nehmen an Jesus. Jesus und die 12 Jünger, Jesus hat auch oft mit ihnen gebetet und Jesus ist natürlich ein Vorbild für uns in jedem Bereich unseres Lebens und vor allem auch im Freundschaftsbereich oder in dem, wie man Freundschaft lebt, weil er hatte 12 Jünger, das war die, mit denen er gegessen hat, mit denen er überall hingegangen ist, die Freundschaft hat er extrem gepflegt. Und wenn du nicht weißt, hey, wie pflege ich Freundschaften oder wie investiere ich mich in gute Freunde oder in Freunde, wo ich weiß, die hat Gott mir gegeben, dann iss mit ihnen, so wie Jesus es getan hat, red viel mit ihnen über Jesus und über Gott, so wie Jesus mit seinen Jüngern über Gott geredet hat, über seinen Vater. Das bringt Freude und so eine Schönheit in Freundschaften. Dann unternimm Sachen mit ihnen. Jesus hat ganz schön viele Sachen unternommen und ich rede jetzt nicht von, sie waren Kaffee trinken und irgendwo, sie waren halt voll viel Ministry-Sachen machen, aber auch mach mit deinen Freunden Dinge, die außerhalb von deinem Zuhause sind. Geh mit Freundschaften out of your comfort zone, aus deiner Komfortzone heraus, so wie das Jesus getan hat mit seinen Jüngern, und dann bete mit deinen Freunden. Das ist etwas extrem Schönes und etwas extrem Gutes, wenn du mit Freunden in die Gegenwart Gottes kommst, sie dort mitnimmst oder sie nehmen dich mit und ihr empfangt vom Vater, der das Allerbeste für euch möchte.
Dein leiblicher Vater möchte ziemlich sicher auch, dass du in einem guten Freundeskreis bist. Dass du mit Freunden bist, die dir gut tun, die dich ermutigen, die dich anspornen, Gutes zu tun. So möchte das auch dein himmlischer Vater. So möchte das auch Gott, dass du bist in einer Freundesgruppe, die dich ermutigt, die mit dir ist, die für dich kämpft, im Geistigen und im Natürlichen, die mit dir sind, die dich lieben für das, wie du bist und wer du bist. Und sei auch so ein Freund für deine Freunde. Sei ein Freund, der deine Freunde anspornt, wirklich ihr Gutes zu tun, Jesus ein Stück mehr noch zu lieben, seinem Wort nachzufolgen, auf ihn zu hören, so bet mit ihnen. Das ist was extrem Schönes. Und im Johannes 15, 13 steht, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Damit ist Jesus gemeint. Jesus hinterlässt sein Leben und hat sein Leben gelassen für seine Freunde. Das sind wir. Er hat sein Leben gelassen, dafür, dass wir Leben finden. Er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Er hat für das bezahlt, dass wir Freiheit finden. In diesem vollbrachten Erlösungswerk von Jesu finden wir Freude, finden wir Spaß, finden wir Annahme, finden wir Gesundheit, finden wir Freiheit, finden wir Vergebung. Das alles finden wir in diesem Kreuz. So nimm dieses Kreuz und das, was bezahlt worden ist, dieses vollbrachte Erlösungswerk Jesu, nimm das mit in deine Freundschaften. Proklamier die Gegenwart Gottes und das Wirken Gottes über deine Freunde. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Gott dir Freunde schenkt und dass Gott dir Menschen in dein Leben stellt, die wirklich für dich bestimmt sind und du für sie. Ich habe das selber in meinem Leben erlebt. Ich weiß das. Ich habe eine Handvoll Freunde, die hat Gott mir geschenkt. Die hat Gott in mein Leben gestellt, dass ich ermutigt werde, dass ich erbaut werde, dass sie mich lieben, dass ich sie liebe, dass wir miteinander sind. Ich weiß das, dass Gott das getan hat für mich. Und ich möchte mir ein Beispiel nehmen, an dem wie Jesus zu seinen Freunden, zu seinen 12 Jüngern war. So möchte ich auch sein zu meinen Freunden. Ich nehme mir ein Beispiel an Jesus. Er hat für sie gebetet, er war mit ihnen, er hat an sie geglaubt, er hat sie herausgefordert. Und so möchte ich auch sein für meine Freunde. Und wenn du nicht weißt, ob Gott dir Freunde in dein Leben gestellt hat, dann schau dich einfach mal um, okay, wer sind die Freunde, die Jesus einfach ehrlich lieben, die mich ehrlich lieben, die für mich sind, denen ich vertrauen kann, die mir Zuneigung und Sympathie zeigen. Wer sind diese Freunde? Und wenn du so arg das klingt, wenn du keine Freunde hast, dann sei ein Freund für jemand anderen. Sei zuerst ein Freund für jemand anderen, weil wer sät, der wird ernten. Wenn du Freundschaft sähst, wenn du Liebe sähst, wenn du Freundlichkeit siehst und Vertrauen und Zuneigung, Annahme, dann wirst du das auch alles ernten. Und du kannst natürlich dann auch dafür beten. Herr Gott, ihr geschenkt mir Freunde. Zeig mir, wer meine Freunde sind. Lass mich das erkennen, wen du mir geschenkt hast. Aber sei zuallererst ein Freund für andere. Und am besten lernen wir, wie schon oft erwähnt, von Jesus. Und er hat auch die beste Anleitung, wie man ein Freund ist. Und dann bet für deine Freunde. Und es ist dieses 3. Johannes 1, es ist diese die Passion Translation. Alle, die die kennen, lieben sie wahrscheinlich. Sie ist extrem schön. Und es steht auch dann im Vers 1, From the elder to my dearly loved brother Gaius, whom I truly love. Er liebt Gaius wirklich. Er liebt ihn wirklich sehr. Und dann betet er für ihn. Und wenn wir für unsere Freunde beten, dann zeigt das an, okay, ich liebe dich, ich sorge mich um dich, ich kümmere mich um dich, ich halt Ausschau nach dem Guten für dich. So bet für deine Freunde, dass sie aufgehen in ihrem Leben, im Plan Gottes, dass sie die Stimme hören von Jesus, dass sie den Heiligen Geist hören. Bet für deine Freunde und sei ein Freund. Das war's vom Mittwochs-Content. Ich hoffe, es hat dich ermutigt. Ich liebe Freundschaft und ich weiß, Freundschaft ist ein riesiges Thema und man kann voll, voll viel darüber sagen. Aber das, was auf meinem Herzen war, war wirklich dieses, okay, bet für deine Freunde und dieses im Johannes 3, der 3. Johannesbrief 1, Vers 2. Das bet für deine Freunde, weil Gebet ist sowas Wichtiges, Gebet ist so notwendig und es gibt nichts, das so ist wie Gebet. Wenn wir zu unserem himmlischen Vater reden, etwas von ihm bitten und dann
sicher sind, dass wir es empfangen haben. Und dann werden deine Freundschaften aufgehen wie ein schöner Garten, der gegossen wird, der gepflegt wird. Deine Freunde werden aufblühen und das ist sowas Schönes zu sehen, wenn Freunde, die man liebt und Menschen, die man wirklich, wirklich liebt, im Plan Gottes aufgehen, ihre Erfüllung finden, Freude finden, wie diese schönen Blumen. Stell deine Lieblingsblume vor, wie ein riesiger Busch von dieser Lieblingsblume in deinem Garten blüht. So können Freundschaften sein. So, ich hoffe, es hat dich ermutigt. Ich hoffe, du betest für deine Freunde und hab noch einen schönen Tag.